herzlich willkommen, liebe Leute, zu dem mittlerweile 11. Instanzboss aus dem Thron des Donners. Die sogenannten Zwillingskonkubinen stellen sich aus Suen, Herrin des Zorns, zusammen und natürlich Lu Lin hier rechts im Bild. Bevor wir den eigentlichen Guide anschauen, möchte ich euch die himmlische Beihilfe kurz erklären. Bevor ihr den Kampf beginnt, solltet ihr dafür einen Spieler einteilen, der, in verwandelter Form sich schneller bewegt. Bei uns hat das ein Druide gemacht, der gute Niam. Der ist dann einfach in Katzengestalt umhergelaufen und hat dann jeweils die Sternbilder gezeichnet. Ist eigentlich relativ einfach. Der Spieler klickt die jeweilige Statue an. In unserem Falle jetzt hier einfach Neo Zao. Und der Neo Zao gibt uns, wenn wir das Sternbild richtig verbunden haben, wir haben hier auch mal die 6 Punkte gemacht, wie man läuft. Ist so ein X, wenn man so möchte. Und der Neo Zao gibt uns, beziehungsweise der ganzen Gruppe, dann den Buff Seelenstärke des Ochsen. Dabei wird unsere Ausdauer auf 30 Sekunden erhöht. Es ist im normalen Modus auch ohne diese Sternbilder möglich, aber natürlich von Vorteil. Als zweites hätten wir dann auch schon den Chi-Chi. Der hat die Besonderheit, wenn man das Sternbild von ihm vervollständigt, kommt so ein Chi-Chi-Schwarm, also so ein Kranich-Schwarm. Und bei jeder Berührung von den Zwillingskonkubinen erleiden die 5 Millionen bzw. 15 Millionen Schaden. Und das ist dann doch schon einiges. Und auch hier sehen wir wieder die 6 Punkte. Startpunkt ist im Übrigen immer dort, wo die Säule ist. Der jeweilige Spieler, der das Bild anklickt, bekommt auch immer die Form vorgemalt. Wir werden das auch gleich im Video nochmal sehen. Das dritte Abbild, was wir hier gerade sehen, ist der gute Yulon. Der gibt uns die Lebenskraft der Schlange, wodurch wir für einige Sekunden 30.000 bzw. 20.000 Gesundheit regenerieren und 5 bzw. 3.000 Mana. Und ja, ihr seht ja, hier ist das Abbild so ein kleines W. Oben, unten, oben, unten, oben. Und als letztes haben wir natürlich noch Xuan. Dieser gibt uns bei erfolgreicher Fertigstellung des Bildes den Buff Schnelligkeit des Tigers. Dabei werden wir so schnell, dass wir die Möglichkeit haben, diverse Fähigkeiten von den beiden Zwillingskonkubinen auszuweichen. Also auch sehr vorteilhaft, gerade denke ich später im heroischen Modus. Das war's. Vielen Dank an Niam für die Bilder. Der hat bei uns, wie gesagt, in der Katzengestalt hier die Sternbilder vervollständigt. Und ja, kommen wir zur Phase 1, Anbruch der Nacht. Wir kämpfen in der ersten Phase gegen Lu Lin. Und hier sehen wir die Fähigkeit, die vor allem den Tank und die Healer betrifft, die sogenannte Albtraumbestie. Lu Lin setzt diese Albtraumbestie auf den aktuellen Tank. Der muss dann diese alleine besiegen. Und die Heiler sollten in der Zeit unbedingt aufpassen, dass sie sich nicht den Debuff verderbte Heilung einfangen. Denn immer wenn sie den Tank heilen, erleiden sie Schattenschaden und einen Debuff, der den Schattenschaden mehr oder weniger erhöht, beziehungsweise der sie einfach Schattenschaden erleiden lässt. Das heißt, ja, der Tank muss halt diesen Mob alleine töten. Die Melees oder Ranged-DDs können den nicht angreifen, ist wirklich nur Only Tank. Eine weitere Fähigkeit, die uns in der Nachtphase begegnet, ist der sogenannte kosmische Beschuss. Dabei heißt es einfach, Fernkämpfer wirklich schön verteilt stehen, mindestens 8 Meter auseinander stehen, denn diese Einschlagspunkte verursachen 250 bzw. 200.000 Arkanschaden und ihr werdet zurückgekickt. Das heißt, ihr solltet dann wirklich wieder auf Position laufen und euch wirklich diese Position merken, an der ihr ja eingeteilt oder an der ihr euch platziert habt und da dann auch immer die Nachtphase überstehen. Die letzte Fähigkeit, die Lu Lin in der Nachtphase benutzt, sie lässt hier so kleine Mondlotusblüten spawnen. Ihr seht das ja hier gerade 1, 2, 3, 4 auf dem Bild. Und von diesen gehen diese türkisfarbenen Wolken aus. Und wenn da Spieler drin stehen bleiben, werden sie in Schlaf versetzt für 5 Sekunden. Und können am Kampf erstmal nicht teilnehmen. Das heißt, dodge den einfach, die sind wirklich langsam, kann man sehr einfach ausweichen. Und ja, natürlich gibt es auch noch Suen bzw. Das sengende Tageslicht. Und dort wirkt Suen die Fähigkeit, wir sehen es hier gerade, Flammen der Leidenschaft. Dabei springt sie einen zufälligen Spieler an und auf dem Rückweg zum Tank hinterlässt sie diese brennende Spur und ja, wie bei jeder brennenden Spur, nicht drinstehen. Das Wichtigste in der Feuer- bzw. Tagphase ist, dass ihr Suen zu den Eiskometen bzw. eisigen Schatten zieht, die Lu Lin von Himmel fallen lässt. Das sind, ihr seht es ja hier, steht direkt links neben dem Boss. Und wenn Suen da nah genug dran ist, verliert sie
die Stapel von den sengenden Strahlen und die fügen, ja, ich sag mal, dem Raid am Ende eigentlich wirklich den krassen Schaden zu. Und ja, solltet ihr einfach wirklich zu Ende dran ziehen. Mit der Zeit schmilzt dieser Eiskristall dann. Ja, ihr müsst da selber nichts drauf machen. Und ja, sie verliert sengende Stapel. Das ist eigentlich hier das Nonplusultra bei dem Kampf. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Kampf an. Er ist mehr als einfach, leider, muss man ehrlich gestehen. Für einen 11. Boss enttäuschend einfach, aber schauen wir jetzt einfach mal. Und ja, nochmal zur Erinnerung, verteilt euch bitte, bitte, bitte. Ihr solltet euch ja im Umkreis von 8 Metern super verteilen können. Wir haben hier den ganzen Raum zur Verfügung und wir sehen ja jetzt schon an den ganzen Ecken die himmlischen Helfer. Ich habe gehört, 10 der Spielergilden haben diesen Boss ohne die Helfer gemacht, beziehungsweise ja, komplett ohne deren Hilfe. Ansonsten, Lulin wickt jetzt hier gleich den kosmischen Beschuss. Genau, hier ist er. Das heißt, schön verteilt stehen und ja, nicht doppelt kicken lassen, dann sterbt ihr. Ansonsten, Lulin, der Feuerzwilling, taucht hier auf und castet Tränen der Sonne. Das ist ja auch noch ein bisschen AE, aber ist jetzt mehr als lächerlich, sagen wir es mal so. Deswegen habe ich es auch gar nicht erwähnt. Nochmal kosmischer Beschuss. Und Niam ist mittlerweile in der Zwischenphase und der castet jetzt hier, ihr seht das links, wenn man links oben ins Bild guckt, das erste Abbild. Ich weiß jetzt gar nicht, womit wir angefangen haben, muss ich ehrlich gestehen. Okay, es war Xuan. Das heißt, wir haben jetzt die Schnelligkeit des Tigers bekommen und wir können jetzt den Angriffen von Lulin bzw. Xuan ausweichen, da wir uns so schnell bewegen, dass wir die Fähigkeiten dodgen können. Und ihr seht ja, man könnte hier theoretisch dodgen. Aber selbst wenn, man muss es nicht dodgen, weil der Schaden ist einfach so lächerlich gering. Ja, hingegen, 2 Tanks werden wie immer benötigt. Wir hatten 6 Heiler dabei und die restlichen Slots DDs. Man sieht hier gerade links, beziehungsweise genau wenn man durch Lulin durchschaut, jetzt links vom Boss, die Albtraumbestie stehen, die vom Tank getötet werden muss. Und die Heiler sollten dann wirklich aufpassen, dass ihr euch da keinen Debuff einfangt. Als zweites haben wir Yulon aktiviert. Das heißt, unsere Heiler bekommen jetzt Mana wieder, beziehungsweise auch Mana-Klassen bekommen Mana wieder und wir werden jede Sekunde für 30.000 bzw. 20.000 Lebenspunkte geheilt. Und ja, das war eigentlich perfekt, denn hier castet gerade rechts im Bild Xuan die Tränen der Sonne, ist jetzt gerade verschwunden und kurz davor hat Lulin den kosmischen Beschuss gestartet und das ist dann einfach wirklich der maximale ja, Raid-Schaden, der entstehen kann. Hier nochmal der kosmische Beschuss. Und unser Druide ist wieder unten am Zeichnen. Ich habe das jetzt hier mal ein bisschen aufgenommen. Wir sehen jetzt hier gleich rechts im oberen Eck des Videos, wie dann dort die Linien verbunden werden. Und am Anfang habe ich euch ja gezeigt, wie ihr welche verbinden müsst. Das ist jetzt hier das X mit unten, das geschlossen untene X. Das heißt, ja, Seelenstärke des Ochsen haben wir jetzt und unsere Lebenspunkte wurden erhöht. Und wenn ihr jetzt mal schaut, wir haben wirklich viel mehr Lebenspunkte. Wir haben jetzt 760, das heißt knapp 300.000 Lebenspunkte mehr als normal. Und ja, im normalen Modus, wie gesagt, es ist jetzt nicht entscheidend. Ich denke mal, im LFR wird es sogar so weit gehen, dass man, dass Blizzard sich die Taktik mehr oder weniger so zurechtlegt, dass man dieses Abbild nur einmal anklickt und dann erscheint es, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da unten dann Leute zeichnen müssen. Aber ja, ich meine, man braucht es nicht unbedingt im Normal-Mode. Ich habe von einigen Gilden gehört, die haben diesen Boss im zweiten Versuch komplett ohne Taktikverständnis, ohne Abbilder gelegt. Also das ist dann jetzt hier wirklich schon Vorbereitung auf den heroischen Schwierigkeitsgrad. Und ja, wir sind mittlerweile in der Tagphase. Das heißt, wir haben Xuan aktiviert. Und hier rechts ist so ein Eiskomet. Ja, Xuan wird natürlich immer zum Eiskomet hingezogen. Habe ich ja gerade gesagt, warum? Denn dort verliert sie ihre Stacks von dem sengenden Strahlen. Und das sengende Strahlen ist sonst AE-Schaden, der uns am Ende töten würde. Ihr selbst müsst auf den Eiskometen nicht dealen. Der schmilzt, sobald Xuan dort dran ist. Durch die Hitze, die sie abstrahlt oder so. Keine Ahnung. Und ja, als drittes und letzte Phase haben wir dann gleich noch, sobald wir hier Xuan auf Low HP gebracht haben, die Dämmerungsphase. Dort sind die beiden Schwestern aktiv und
Ja, das Besondere ist, Lulin sollte dann möglichst weit weggezogen werden, denn sie castet in der Dämmerungsphase die Gezeitenkraft. Wir werden das gleich noch sehen. Das sind so Wellenbrecher, die sich hier einmal kurz durch den Raum ergießen. Und ja, er leidet, wenn ihr da drin steht, 200.000 Schaden bzw. 180.000 Schaden. Und das Wichtige ist, ihr könnt Lulin in dieser Dämmerungsphase nicht angreifen, denn sie dodgt einfach 100% eurer Angriffe. Ihr müsst dann wirklich erst Suen töten und danach Lulin. Ja, Eiskomet habe ich ja bereits gesagt. Hinziehen, damit die sengende Strahlen verschwinden. Das ist hier der Raid-Schaden, der immer reinkommt. Und durch die Eiskometen wird sie dann runtergekühlt und verliert so ihren Stack. Ist also wirklich einfach. Das einzig Nervige ist wirklich, was der Boss so viele Lebenspunkte hat, aber nun gut, muss man mit klarkommen. Aber ja, wie gesagt, das war unser zweiter Try. Im ersten Try, ich hatte schon Schiss, dass ich euch das Video nicht präsentieren kann, hatten wir den Boss schon auf 3% und ja, dazu sage ich jetzt mal weiter nichts, denn ich weiß, dass mein Raid-Leiter ab und zu meine Videos schaut und ja, möchte ich jetzt mal nichts, oder unsere Spieler von Undisputed schauen sich die Videos an. Deswegen äußere ich mich da mal nicht zu. Ja, aber hat dann ja doch geklappt. Wie gesagt, zweiter Versuch war das hier. Und der Boss kann eigentlich gar nichts. Gerade wenn der Spieler das unten mit den Sternbildern hinbekommt. Das Zeichnen ist auch relativ einfach. Man bekommt wirklich die Vorlagen immer ja, präsentiert, möchte ich mal sagen. Ist also mehr als einfach. Und ihr solltet, wie gesagt, darauf achten, dass ihr zum Beispiel einen Schamanen, der dann in Wolfgestalt da unten rumhüpft, oder eben, wie wir es gemacht haben, einen Druiden in Katzengestalt nach unten schickt, der dann die Linien schnell verbinden kann. Und ja, wir sind mittlerweile in der Dämmerungsphase. Das heißt, ganz rechts außen seht ihr gerade, wo Lulin hingezogen wird. Dort fängt sie auch gleich mit den Gezeitenkraft an. Ja, Xuan ist jetzt hier gerade nochmal dazugekommen. Das heißt, wir können den Effekten dodgen, weil wir uns so schnell bewegen. Ja, die Gezeitenkraft ist schon wieder weg. Aber ging ja relativ flott. Das wird man später im heroischen Modus, denke ich mal, gezielt einsetzen. Im Normalen ist das halt wirklich relativ egal. Ansonsten, so nah sollten die eigentlich gar nicht zusammenstehen. Genau deshalb, Lulin hat natürlich die ganzen Fähigkeiten aus der Nachtphase jetzt auch. Das heißt für uns, ihr solltet euch, oder ja, wir sollten uns hier besser, ein bisschen besser verteilen. Ja. Lebenskraft der Schlange, das heißt Yulon wurde gerade aktiviert. Wir bekommen Heal und Mana wieder. Und wir müssen jetzt, wie gesagt, in der Dämmerungsphase Suen töten und können danach erst Lulin angreifen. Diese dodgt ja bekanntlich jetzt gerade 100% unserer Angriffe. Und ja, alles in allem, wie gesagt, sie haben jetzt beide Fähigkeiten aus der Tag- und Nachtphase. Und ja, ist eigentlich, ja, ich sag mal, das ist jetzt hier, wenn man so möchte, das Schwierigste, den Schaden bzw. den Fähigkeiten auszuweichen. Aber Blizzard hat das so designt, dass es halt wirklich einfach ist. Also die Fähigkeiten und alles sieht jetzt vielleicht schlimmer aus, als es ist. Ihr seht, wir haben ja auch zweimal die Möglichkeit, die himmlischen Begleiter herbeizurufen. Einmal entweder Tag- oder Nachtphase. Und in der Dämmerungsphase sind sie nochmal resettet. Das heißt, wir haben insgesamt zweimal die Möglichkeit, hier die Helfer herbeizurufen. Und ja, wichtig ist, dass der Tank jetzt hier wirklich schnell zum Eiskomet läuft, damit sie ihren Stack verliert. Ihr seht ja, ist jetzt gerade weg. Genau, perfekt. Und dann ist der Raid-Schaden auch schon um einiges einfacher. Und Suen ist jetzt hier tot. Und danach werden wir auf Lulin noch losgehen. Die hat noch knapp 240 Millionen Lebenspunkte. Und ja, Suen ist jetzt gestorben. Das heißt, wir tauchen jetzt hier nochmal in die Nachtphase ein. Und jetzt haben wir hier natürlich, ich sag mal, das Problem nicht. Aber die Fernkämpfer haben das Problem, dass sie sich nicht von dem Mondlotus treffen lassen sollten. Denn sonst sind sie ja eingeschlafen und können erstmal ein paar Sekunden nicht weiter am Kampf teilnehmen. Das heißt, dodgt den Wolken. Ihr seht sie ja jetzt hier gerade links im Bild. Sie sind wirklich schnell bzw. einfach auszuweichen und da sollte man halt wirklich raus. Und ja, ansonsten wirklich hier Tank and Spank. Bloodlust läuft natürlich schon in der letzten Nachtphase, muss man ja sagen.
Und ja, alles in allem ein sehr, sehr, sehr einfacher Boss. Kosmischer Beschutz nochmal hier ein letztes Mal. Dem einfach ausweichen. Ja, schön verteilt stehen, dann passiert euch nichts. Wie gesagt, mit einem kosmischen Beschuss werdet ihr kurz nach hinten gekickt, müsst dann wieder auf eure eigentliche Ausgangs- bzw. Eingangsposition laufen und ja, den Boss dann eigentlich nur noch töten. Noch knapp 45 Millionen Lebenspunkte. Und ja, ich sage an dieser Stelle schon einmal vielen Dank an meine Gilde Undisputed, vielen Dank an euch für eure Aufmerksamkeit. Für die heroische Vorbereitung ist das jetzt hier, gerade was ich am Anfang erwähnt habe, schon von Interesse. Ansonsten mit den Sternbildern, denke ich mal, sollte man oder müsste man nicht unbedingt arbeiten. Gerade im LFR-Modus wird man die nur einmal anklicken und dann werden die erscheinen. Aber ihr könnt es einfach mal probieren und erfahrt dann selber, wie schwer bzw. einfach der Boss eigentlich doch ist. Und ja, ich sage bis dahin, liebe Leute, macht es gut. Wir sehen uns bei Lai Shen. Bis dahin, ciao.